Und damit willkommen zurück bei Let's Play Oblivion. Ja, sieht mir ganz diebisch aus. Ja, genau, dich haben wir ja gesucht. Das ist ja schön, dass du uns einfach so vor die Nase läufst, Adagi. Jetzt wartet. Warum nähert sich die Beute mir? Wir sollen nämlich ihren Ring wieder besorgen im Auftrag der Diebesgilde. Oh. Mal sehen, ob wir euch nicht ein paar Dinge beibringen können. Leichte Rüstung brauchen wir nicht. Was ist mit deinem gestohlenen Ring? Ja, ein dreckiger Argonia hat meinen wertvollen Ring gestohlen. Es war ein Geschenk meines Gefährten. Er hatte für mich großen Erinnerungswert. Ich werde euch gut bezahlen. Die dumme Echse jagt unter dem Namen Amusei. Findet ihn, findet den Ring. Lasst ihn leiden. Tötet ihn. Und ich werde zufrieden sein. Findet den Ring. Bringt ihn ihr, den einen Ring. Ja, ein dreckiger Argonia hat meinen Wert von... Die dumme... So. Adagis Erbstück. Die Gilde missbilligt das Töten. Blöde Gildenregeln. Er ist nur ein Argonia. Er ist weniger wert als ein Mensch. Und viel weniger als ein Khajiit. Wenn ihr schon sein Leben schonen wollt, dann lasst ihn wenigstens leiden. Wir hören uns erstmal an, was es mit der ganzen Sache auf sich hat. Und, geschickt gejagt. Warte mal. Adagi bietet 100 Goldstücke für ihren Ring. Der Ring wurde von Amusei gestohlen. Ich frage mich, ob das derselbe Argonia ist, gegen den ich in der Diebesgilde angetreten bin. Ich muss nach ihm suchen, ich wollte gerade sagen. Irgendwoher kommt mir der Name doch bekannt vor. Und zwar aus der Kaiserstadt. So, Quick Save. Da ist ein Argonia, aber ich glaube nicht, dass es Amusei ist. Hallo. Es ist der Darji. Bist du Amusei? Eine Münze für einen alten Bettler. Okay, die der Schlawiner. Nur noch eine Münze und ich kann mir ein paar Schuhe leisten. Na dann, hier. Vielen Dank, mein Herr. Und jetzt erzähl mir was über Adagi. Ich habe schon mal von ihr gehört. Was ist euch meine Auskunft wert? Nicht mehr als 5 Goldstücke. Sie lebt im Westen der Stadt. Abends geht sie gerne in die 3 Schwestern. Mittags speist sie jedoch in den 5 Klauen. Mhm. Sie lebt im Westen. Und jetzt zu Amusei. Für den richtigen Preis erinnere ich mich vielleicht. Ich kann 10 Goldmünzen entbehren. Das arme Schwein wurde festgenommen. Hat offenbar versucht, die Gräfin zu betrügen. Nun rottet er in einer Zelle im Schlosskerker vor sich hin. Es ist allgemein bekannt, dass sich die Gefängniswärter bestechen lassen, wenn man einen Gefangenen besuchen möchte. Das ist ja gut. Möge Arkai euch sehen. Jo, dich auch. Dann wollen wir doch dem Amusei mal einen Besuch abstatten. Amusei sitzt hier in Leyawin im Gefängnis. Die einzige Möglichkeit, diesen Ring zu finden, ist dort mit ihm zu sprechen. Ja gut, das kriegen wir schon hin. Das werden wir schon hinkriegen. Was ist das? Rosentia Galinus. Aha. Schicke Hütten haben sie hier, ne? Nicht schlecht. Adagis Haus. Kleinen Augenblick, ich muss wieder meiner Nierenwurzsucht nachgehen. Ich kann es einfach nicht lassen. Aber es scheint mir so, als ob es hier keinen geben würde. Das ist ja unglaublich. Also hier bietet sich ja sowas von an, dass es hier einen Nierenfurz gibt. Hm. Schade. Schade, schade, schade. Vielleicht da drüben. Hallo. Werte Gräfin. Nö, hier ist auch nichts.
Na gut. Egal. Hab ich den tatsächlich übersehen? Ich bin blind. Okay. So. Was denn nun schon wieder? Nix. Nix, was dich was angehen würde. Hier rein. In den Ratssaal. Imposant. Imposantes Schild. Wie kann ich euch behilflich sein? Wie kann ich euch behilflich sein? Gar nicht. Denn ich muss in den Kerker. Und muss da deine Kollegen bestechen. So, Quicksave. Guten Tag. Ihr habt ja unten nichts zu suchen. Ich will zu Amusei. Ja, den haben wir hier. Er darf jedoch keine Besucher empfangen. Das ist gegen die Bestimmungen. Anweisung des Grafen. Nicht mal für 20 Goldstücke? Amusei, sagt ihr. Ich dachte, ihr wünscht Amusei zu sehen. Er darf keinen Besuch empfangen. Amusei ist jedoch einfach den Gang runter. Fasst euch kurz. Na, danke. Ich muss zurück an die so Arbeit. So einfach geht's. Nein, 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 nein. Ach so, oder warte, hat er... Ach, er hat aufgeschlossen, okay. Gut. Amusei! So sieht man sich wieder. Der neue Favorit der Diebesgilde. So sieht man sich also wieder. Was wollt ihr? Was hat euch nach Leavin verschlagen? Die Diebesgilde wollte mich nicht aufnehmen. Daher kam ich hierher. Leavin ist mein Zuhause. Hier bin ich aufgewachsen. Ich kam zur Kaiserstadt in der Hoffnung, in die Diebesgilde aufgenommen zu werden. Nun muss ich als freiberuflicher Dieb arbeiten. Hat ja gut geklappt, wie man sieht. Und wo ist Adagis Ring? Warum sollte ich euch sagen, wo er ist? Hier sitze ich im Kerker von Leavin, während ihr frei seid. Was werdet ihr für Amusei tun, wenn ich es euch erzähle? Ich werde ein gutes Wort für euch einlegen und wenn ich euch einen Dietrich gebe, ich lasse euch am Gewinn teilhaben. Ihr meint mit der Diebesgilde? Sicher doch. Dann bin ich wenigstens ein Mitglied von Stand, wenn sie meinen Kopf auf einen Pfahl spießen. Seid ihr ein Idiot? Ich will, dass ihr mich hier rausholt. Ich will keine blöde Gildenmitgliedschaft. Na, dann gebe ich dir eben Dietrich. Das würdet ihr für mich tun? Vielleicht seid ihr Typen von der Gilde ja doch nicht so mies. In Ordnung. Abgemacht. Gebt mir einen Dietrich und ich erzähle euch von dem Ring. Okay, hier, nehmt diesen Dietrich. Sonnige Freiheit. Ja, ich hab den Ring Adagi gestohlen. Als ich ihn verkaufen wollte, sagte der Hehler, er wäre zu heiß. Er zeigte mir eine Prägung, die auf der Innenseite angebracht war, für Alessia. Das konnte nur die Gräfin von Leavin sein. Der verdammte Ring war gestohlen. Ich dachte, ich könnte ihn der Gräfin gegen eine Belohnung zurückgeben. Aber sie legte mich rein. Ich wurde wegen Diebstahls verhaftet und sie behielt den Ring. Die Gräfin verlässt die Burg selten. Viel Glück bei der Wiederbeschaffung. Ich schulde euch großen Dank. Ach, haut er jetzt einfach ab? Okay, egal. Also, der Ring gehört ja dann eigentlich ursprünglich der Gräfin und nicht Adagi, oder? Würde ich mal so behaupten. Amusei erzählte mir, der Ring trage auf seiner Innenseite eine Inschrift mit dem Namen Alessia Caro, alias Gräfin von Leavin. Anscheinend hat er versucht, ihn ihr zurückzuverkaufen. Als er ihr den Ring übergab, wurde er verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Wir quatschen nochmal mit Adagi. Habt ihr euch verirrt? Nö. Ich muss hier sein. So, wir heilen uns zwischenzeitlich noch ein bisschen hoch. Ah!
Und warte mal, die Stufe, immer noch 80. Reparieren können wir auch nichts. Verdammt! So. Denn ich denke, klauen können wir den Ring der Gräfin nicht. Wie soll das funktionieren? So ein super Taschendieb sind wir, glaube ich, nicht. Ich meine, ich kann es versuchen, aber... das wird vermutlich nichts werden. Lächerlich. Ich weiß nicht, was sie gegen Argonia hat, aber sie bricht Gibt es Neues aus den anderen Regionen von Tamriel? Das wäre interessant gewesen. So, ist das hier die Gräfin, die da langlatscht, oder ist es Adagi? Es ist Adagi. Habt ihr mal eine Münze? Nein, es ist Rancid Radishara. Ich spare, um Medizin kaufen zu können. Der Name, ey. Wiedergefundener Ring der Karo-Familie. Alessia Karo hat also ihren Ring wieder. Und nun möchtet ihr wissen, wo sie ihn aufbewahrt, damit ihr ihn erneut stehlen Vielleicht. Könnt. Meine Taschen sind derzeit nicht gerade gut gefüllt, wenn ihr versteht. Nö, hab ich nicht. Hier, ich kann 10 Goldmünzen entbehren. Mein Gott, ey, das lohnt sich doch dann fast gar nicht mehr. Ich selbst weiß nicht, wo sie ihren Ring aufbewahrt. Doch ich weiß, wer euch helfen könnte. Sprecht mit Lidara Motril. Sie ist die Zofe der Gräfin. Sie ist gegen 8 Uhr in der Burg zu Abend. Vielleicht ist Süßholzraspeln angesagt. Doch sie weiß alles über Alessia Karos Gewohnheiten und Aufenthaltsorte. Ihr solltet wissen, dass es noch andere Geheimnisse in der Burg gibt. Welche Geheimnisse? Es soll eine geheime Folterkammer geben. Es heißt, Graf Marius verhört dort argonische Immigranten aus Schwarzmarsch. Das Dienstpersonal spricht davon, dass die Argonier in den Kerker geschleppt werden und nie wieder auftauchen. Ihr solltet euch sicherheitshalber von dort fernhalten. Das muss am Namen liegen. So, Amusei. Das arme Schwein wurde festgenommen. Es ist allgemein bekannt. Ja. Er rottet nämlich nicht mehr in seiner Gefängniszelle vor sich hin. Katosch euch segnen. Ja, so. Ein Bettler sagte mir, dass Lidara Motril Alessia Karos Zofe mir vielleicht verraten kann, wo diese ihren Ring aufbewahrt. Dazu muss ich aber ordentlich Süßholz raspeln. Das sollte kein Problem sein, oder wir lassen einfach mal noch ein paar Goldstücke springen. So, die hängt hier in der Kapelle ab anscheinend. Ja. Was denn nun schon wieder? Ach, da ist ja die Gräfin. Ihr seid heute guter Dinge, gnädige Frau. Ich bin Lidara Motril. Und ich bin Mann. Fürstin Leavins Kaplan und oberste Ratgeberin. Ich assistiere ihrer Ladyschaft, auf dass ihre erleuchteten Prinzipien einen möglichst großen Einfluss auf das Geschick der Grafschaft Leavin haben mögen. Die Augen, ey. Dunkle Geheimnisse auf Schloss Leavin. Leavin, wiedergefundener Ring der Karo-Familie. Wir werden sehen. Sehr schön. Vielen Dank. Ich nehme es an und... seht ihr? So. War das schwer? Gräfin Karo ist hocherfreut, den Ring zurückzuhaben. Er war jahrelang verschwunden. Sie trägt ihn ständig. Also, nicht andauernd. Ich meine, sie legt ihn des Nachts und vor dem Baden in ihre Schmuckschatulle. Keine echte Dame würde ihren Schmuck im Bett tragen. Aha! Also müssen wir gucken, dass sie irgendwann baden geht und dann klauen wir ihr den Ring. Oder wenn sie schläft. Ich glaube, das ist einfacher. Suche nach Alessia Karo, dunkle Geheimnisse auf Schlange. Morgens weilt sie bei der Stadtkapelle. Um 8 Uhr hält sie ihr Abendmahl in der Burg. Und um kurz nach 11 zieht sie sich zur Nachtruhe zurück. Sie reist an den Iden jedes Monats nach Koroll. Zwischen dem 15. und 17. braucht ihr sie erst gar nicht zu suchen.
Okay, dunkle Geheimnisse auf Schloss Leyavin. Was hat's denn mit diesem Graf Marius auf sich? Psst, es ist gefährlich, darüber zu sprechen. Wir könnten gehört werden. Irgendwo im Keller gibt es einen Geheimgang, der zu den Privatgemächern der Gräfin führt. Dort ist die Folterkammer. Manchmal kann ich in meinen Gemächern die Schreie der Gefangenen hören. Quest aktualisiert, Adagis Erbstück. Ich glaube, die gnädige Frau ruft nach mir. So, es scheint ein Geheimgang vom Keller in die Privatgemächer der Gräfin zu führen. Wenn ich den finden kann, ist das wohl ein weniger riskanter Weg, mich in ihr Zimmer zu schleichen. Heißt, wir müssen durch die Folterkammer. Oh nein. Die Folterkammer des Grafen Marius. Oh Gott, ey. Na gut. Heilen wir uns erst nochmal. Dann folgen wir dem schönen Questmarker. Beste Waren und Garantien. Aha. Nierenfurz-Garantie! Juhu! So. Wie ist das Wertebefinden? Ausgezeichnet, mein Freund. Ausgezeichnet. Oh, hallo. Ja. Sei mir auch gegrüßt. Habt Mitleid! Nur eine Münze! Wir hatten schon genug Mitleid mit dir. So. Ich bin gespannt, ob uns der Geheimgang auch so angezeigt wird. Mit dem Questmarker. Wahrscheinlich ja, ne? Seid gegrüßt. Wir gucken mal. Du bist nicht der Geheimgang. Und du bist der Graf? Ich bin ganz Ohr. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. So. Seid gegrüßt, Nord. Wie kommen wir in seinen blöden Geheimgang? Okay, wir müssen in den Keller. Ich hoffe, die Wachen folgen uns nicht. Ist natürlich jetzt auch doof. Wir müssen ja auch irgendwie warten, bis es Zeit ist, dass die Madame ins Bettchen geht. Könnte schwierig werden. So, ich schau mal gerade, ob wir hier noch irgendwas Schönes haben, was wir klauen können. Eine schwierige Truhe. Ja, das wiegt zu viel. Irgendein teurer Ring oder so, das wäre schön. Irgendwas. Aber hier gibt's nur Schund. Die haben nur Schund hier im Keller. So, und das da ist auch mit ziemlicher Sicherheit die Geheimtür. Nur die Frage, wie kriegen wir das Ding auf? Gut. Wahrscheinlich an irgendeiner Fackel ziehen, ne? Was anderes kann ich mir... Oder so. So, tief durchatmen. Ab in die Folterkammer. Wir machen hier hinten mal zu. Damit uns keiner überraschen kann.
Geheimer Raum, Durchschnitt. Zack, komm schon. Ja. Okay. Ja, gut, halt so ein komischer Seziertisch. Okay. Noch eine Truhe. Hallo? Warte mal, auf jetzt. Stahllangschwert. Brauchen wir nicht. So, hier kann man dann zugucken, wie der aufgeschnitzt wird, der Argonia. Fies. Richtig fies. So, und das führt jetzt in die Privatgemächer, oder was? Weißt du, eben mit einem Dietrich geschafft und jetzt auf einmal brauchen wir fast 20 Dietriche. 7.20 Uhr. Ich kann hier natürlich auch nicht warten. Ein Zelt kann ich wahrscheinlich auch nicht aufschlagen. Das heißt, wir haben ein Problem. Würde ich sagen. Boah, nur Mist. Wirklich nur Mist. Oh. Achso, das schließt wahrscheinlich das hier wieder. So, kurzer Quicksave. Wir pennen einfach bei ihr im Bett. Das ist doch die beste Idee. Mach ich mal zu, dann kundschaften wir das Ganze einfach mal so ein bisschen aus. Da geht es. Okay. Majordomus und Heilers. Heilers? Okay. Mein Gott. Alles abgeschlossen hier. So. Da sind die Privatgemächer. Wir könnten das Ding ja schon mal aufmachen. Oh, ich glaube, das fällt ihr auf, ne? Sollten wir vermutlich nicht machen. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich kann hier kein Zelt aufbauen und es ist erst 8 Uhr. Vielleicht kann ich ja hier schlafen. Obwohl das natürlich auch aussieht, als ob hier jemand leben würde. Ich versuch's einfach mal. Ja, toll. Ganz toll. Vielleicht kann ich auch das Zelt hier drin aufbauen. Ich hoffe, das Spiel hakt sich nicht auf. Aber wahrscheinlich würde es einfach gar nicht gehen. Okay, es funktioniert doch. Ja, gut, ne? Dann, dann schlafen wir einfach hier. Komm mal, aber so. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was passiert, wenn wir hier rausgehen.
Okay, ich kann es einmal wieder mitnehmen. So. Wir verharren dann noch ein bisschen hier. Dauert ja nicht mehr so lange. Können wir irgendwas machen? Irgendwas reparieren? Können wir auch nicht. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Es wäre zu schön. Schnarch! Ja, und sonst so? Alles gut bei euch? Ich hoffe doch. Kann ich ja gerade noch sagen. Mir ist aufgefallen, dass immer weniger Leute irgendwie Feedback da lassen bei den Videos. Finde ich schade. Ich bin traurig. wenn euch die Videos gefallen, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da oder eben nach unten, je nachdem, wie ihr die Videos findet. Das würde mir eine große Freude bereiten. So. 11.15 Uhr. Ich glaube, das sollte genügen. Da müsste ja die Madame eigentlich im Bett liegen, oder? Okay. Noch nicht. Ja. Das ist komisch. Ich meine, gut, ich kann natürlich auch hier unten nochmal das Zelt aufschlagen. Oder? Müsste ja dann eigentlich auch gehen, ne? So. Oh Mann. Gut, schlafen wir einfach noch eine Stunde hier in Sicherheit. Oder meinetwegen auch zwei. So. Jetzt müsste die gnädigste Gräfin aber doch im Bett liegen. Oder nicht? Ja, doch. Die Uhrzeit müsste stimmen. Das gibt's doch nicht. Wo ist die denn? Wo ist denn diese bescheuerte Gräfin? Das gibt's doch nicht. Wenn nicht, versuche ich es einmal mit Taschendiebstahl. Dann hat sie halt eben gelitten. Wie komme ich hier weg? Das ist die nächste Frage. Da ist der Ratssaal. Da ist der Graf. Ja, der Graf. Und keine Gräfin. Wo ist die? Verdammter Mist. War die vielleicht schon auf dem Weg? Funktioniert ja echt wie am Schnürchen hier. Wir gehen nochmal den Geheimweg.
Vielleicht haben wir ja jetzt Glück. Toller Folterkeller. So. Jetzt aber nochmal. Ich hoffe, wir haben Glück. Bitte, bitte, bitte. Nein! Es ist aus, Gesetzesbrecher. Warte mal. Dann. Ha, ihr werdet mich nie besiegen. Ach ja. Da liegt aber jetzt nur er, ne? Ist er nicht. Wo ist diese verdammte Gräfin? Kann doch wohl nicht sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich schau nochmal bei den... Ja, in der Nacht muss ich mich in ihr Schlafgemach schleichen. Das, wäre ganz toll, nur dafür müsste ich die Olle erstmal finden. Oder vielmehr, sie müsste sich mal ins Bettchen legen. Zu ihrem liebsten Marius. Was habt ihr für Neuigkeiten? Mir sind im Wald vor kurzem ein paar Goblins begegnet. Widerliche kleine Biester. Ich kann den Anblick dieser Biester nicht ertragen. Lebt wohl. Wie geht es euch? Seid gegrüßt, Nord. Marius Caro, durch die Gnade der neuen Graf Leavin. Ihr seid mir fremd, doch seid begrüßt. Vielleicht möchtet ihr der Grafschaft Leavin einen Dienst erweisen. Ja, vielleicht, nachdem ich gespeichert habe. Ich bin... Ich glaube, es wäre für mich nicht... Okay, dann muss ich dich vielleicht kurz ein bisschen bestechen. Oh, bitte. Meine Güte, was für ein... Sicher, wie niedlich. Erzählt nicht solchen Unfug. Nochmal. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Dagegen ist mein Leben nichts als weder jetzt nochmal. Noch in der Zukunft. Ja, ich verstehe. Ihr braucht gar... Oh, dagegen ist mein Leben öde und erbärmlich. Das mag er nicht. Spart euch eure Worte. Meine Güte, was für ein Unsinn. Sicher, wie niedlich. So, das mag er nicht. Weder jetzt noch in der Zukunft. Ihr das mag er auch nicht, Angst. Das aber... Ihr habt meine... Und das auch, okay, ja, nochmal. Ich verstehe. Dagegen ist mein Leben... Versucht nicht, mich zu... Oh, bitte. Sicher, wie niedlich. Der war gut. Spart euch eure... Erzählt nicht solch... Meine Güte. Meine Güte. Was für ein... So, komm. Reicht jetzt. Selbst ich... Ja, hab Dank. Ich bin dabei. Ich glaube... Geht nur. Jedes kleine bisschen hilft. Ich hab etwa kein Geld mehr. Ich glaube... Auf Wiedersehen. Ich bin sicher... Ja? Wahrscheinlich geht nicht mehr, keine Ahnung. Morgens weilt sie bei der Stadtkapelle. Sie reist an den Iden jedes Monats nach Koroll. Zwischen dem 15. und 17. Zwischen dem 15. und 17. Auch. Den wie viel haben wir denn? 18. Okay. Ihr. Dann kommt die heute erst zurück. Na gut. Ich würde ihr aber den Ring gern noch klauen jetzt in der Folge. Scheiße. Nochmal zurück. Dann bauen wir hier das Zelt kurz auf. La, 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 la.
Na, wo ist es, wo ist es, wo ist es? So, schickes Zelt. Für Mädchen. Einmal Tee. So, einmal das. Hätte mir natürlich auch vorher einfallen können. Da war ja was. Naja. Jetzt müsste es aber eigentlich wieder daheim sein. Hoffe ich doch. So. Und nochmal. Okay. Das sollte genügen. Ich glaube, was wir aber jetzt gleich machen werden, wir ziehen unsere Schuhe aus. Das mag blöd klingen, obwohl so blöd klingt es eigentlich gar nicht. Weil ohne die Stahlstiefel bewegen wir uns natürlich leiser. Jetzt hört ihn kaum noch. Zack. So, jetzt bin ich aber gespannt, ob wir in der blöden Wache da vorbeikommen, ne? Ich hoffe es. So, oben die Tür, war die offen? Okay. Sie ist zu. Da liegt doch immer nur der eine Typ, oder? Ja, toll. Die Alte ist noch gar nicht da. Das gibt's doch nicht. Mann. Taschendieb. Taschendieb. Passt auf eure Geldbeutel auf. Ach, da ist er. Was war das denn? Kamehameha oder was? Ja, Kacke. Die soll ins Bett gehen, verdammt. Und nicht da irgendwie rummachen. Blöde Gräfin. Geh schlafen. Geh doch einfach schlafen. Achso, nee, das war das andere. Das hier ist es. Dann warten wir halt einfach noch eine Stunde. Meine Fresse, ey. Irgendwann muss die doch mal schlafen. Steh auf! So, raus hier. Schleichen, einsammeln, Quick Save. Da ist sie. Da kommt die Wache. Warte mal, ich guck mal, kann ich hier. Super Trick. Wir können durch Wände gucken. Ist ja jetzt eigentlich ganz praktisch, ne? Sieht das auch genauso aus, wie ich mir es vorstelle? Okay. Stellen wir uns einfach vor, wir gucken hier durch Schlüsselloch. So, jetzt ist die Madame aber da hochgegangen, ne? Jetzt können wir dann eigentlich zur Tat schreiten. Ah. Tür zu. Oh Mann! Das gibt's
Sonne hier. Warum liegt die denn in dem Bett? Die soll sich hinlegen, die Blöde. Ich guck einfach jetzt hier auch durchs Schlüsselloch. Ich glaube jetzt liegt sie. Jetzt liegt sie im Bett. Ich habe den Ring. Jetzt nach Radaji suchen und meine Belohnung kassieren. Ja. Die super Belohnung. Uh-oh. Die super Belohnung, die wir schon komplett dafür ausgegeben haben, um hier den Grafen zu bestechen. Puh, jetzt weg. Aber rucki zucki. Bloß raus hier. Ach komm, egal. Egal. Puh, das war ja echt eine schwere Geburt jetzt. Muss man ja so sagen. Und dann würde ich jetzt sagen, in der nächsten Folge können wir dann wirklich mal einen Auftrag für den Grafen erledigen, ne? Oder? Das wäre doch mal eine Idee. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Da vorne. Ab zu Adagi. Quick Save. So, nee, wir wollten ja erst das mit dem Nierenwurz machen. Gut, dann suchen wir nach einem, nach einem Transportmeister hier. Adagis Haus. Ja. Meinst du, sie nimmt's uns übel, wenn wir bei ihr einbrechen? Ich glaube nicht. Adagi, wo bist du? Ich glaube, Adagi ist oben. Nochmal ein Schloss, mein Gott. Und eine Stufe. So, Adagi, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Dafür breche ich sogar bei dir ein. Mal gucken, ob sie böse ist. Ihr solltet jetzt gehen. Hier. Warum nähert sich die Beute mir? So, hier ist dein Ring. Hat der Jäger meinen Ring? Hier ist euer Ring, ich habe es noch nicht. Amusei versuchte es zurückzuverkaufen. Amusei versuchte, ihn Alessia Caro zu verkaufen? Ah, dumme Echse. Adagi verwendet den Ring auf viel klügere Weise. Ich verwende ihn zum Sammeln und Verkaufen von Informationen. Mit dem Ring kann man die privaten Nachrichten des Grafen lesen. Beschafft mir den Ring. Stehlt ihn notfalls von Alessia Caro. Aber bringt mir den Ring. Ich zahle euch das Doppelte. Quest aktualisiert. Adagis Erbstück. So. Hat der... Ja. Mein Ring. Dank den Klauen der Clanmutter. Ihr habt ihn wiedergefunden. Ihr habt die Belohnung verdient. Die Diebesgilde war stets gut zu Adagis lieben Gefährten. Ich bin dankbar, dass sein Andenken noch immer in Ehren gehalten wird. Wie viel kriegen wir? 200, oder? Gar nichts.
Geschickt gejagt. Ja, wow, das hat sich gelohnt. Gut, jetzt aber raus hier. Nicht, dass wir noch beim Einbruch hier erwischt werden. Da habe ich nämlich keine Lust drauf. Okay. Dann würde ich sagen, nächstes Mal suchen wir uns eine Reisemöglichkeit und dann kümmern wir uns um den Nierenwurz. Ah, okay. Ich denke, es gibt einen in fast jeder Stadt. Okay, wir brauchen einfach einen Alchemisten. Und den haben wir da unten. Okay, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.